Leute, Leute, ich sage Ihnen, das wird ein richtiges Problem schon langsam mit den Deutschen. Das kann ich Ihnen sagen, Burschen. Jetzt habe ich vor kurzem in der Zeitung gelesen, dass da auf der Zugspitze oben, da ist ein Gerüst aufgebaut worden. Da, das darf mich schon interessieren, was da jetzt machen tun, das sage ich dir. Ich habe schon fast den Verdacht, die wollen die Zugspitzen höher machen. Die wollen es wahrscheinlich aufstocken. Die sind angefressen, weil wir einen höheren Berg haben. Unser großer Glockner, der ist 3798 Meter hoch. Und sie selber haben nur so ein kleines Bergerl da, die Zugspitzen, mit 2962 Meter. Und jetzt sind sie wahrscheinlich sauer, weil der unser fast 1000 Meter höher ist. Und jetzt werden sie, hab ich schon gesehen, jetzt auch in der Zeitung ein Bild und ein Grüßt oben auf dem Berg. Und jetzt werden die den wahrscheinlich aufstocken. Da muss ich das jetzt einmal beobachten. Wahrscheinlich schicken sie einen Haufen so Maurertrupps auf, die dann den Berg her machen. Wahrscheinlich wollen sie ein Mount Everest übertrumpfen. Weil sie immer nur her hinaus wollen, die Deutschen. Das ist der Wahnsinn. Was dort da ist, jetzt ist der Mount Everest 8843 Meter. Jetzt wartet einmal, sagen wir mal, 2, 3, 4 Jahre, weißt du, was dann los ist. Dann ist wahrscheinlich die Zugspitzen höher wie der Mount Everest. Und weißt du, was dann los ist? Dann kommt kein Mensch mehr zu uns nach Österreich zum Bergkraxeln. Dann haben sie da drüben so einen Betonklotz hingestellt, einen riesen Gipfel da, lauter Beton und nichts echtes gewachsens, sondern am Berg, am künstlichen, am betonierten. Ich bin noch narrisch mit Ihnen, ich sag das. Ich werde es verfolgen. Ich werde es genau verfolgen, was da passiert. Weil der Berg, der Everest, das ist bisher der höchste Berg auf der Welt und der soll es auch bleiben. Aber die Deutschen, die wollen immer noch mehr, noch her hinaus, immer auf den Berg. Narrisch kannst werden mit den Leuten, die sagen, das ist der Wahnsinn. Ich habe mir schon überlegt, ob ich nicht hinfahre, das Christ abschmeiß bei einem Berg da. Ja, nein, ich sag da, die Deutschen, das ist ein Gefrettes mit denen. Ein richtig Gefrett. Immer noch weiter auf, immer noch mehr, noch schneller her. Da, ich halte es nicht mehr raus. Bin ich froh, dass ich da bei mir auf der Hütte oben bin und von dem ganzen Scheiß da nichts her und sieg. Aber ärgern tut's mich schon, das sag ich.